Oh, hier sind ja voll die interessanten Videos. Muss ich einfach shaden, was ist das denn? Mein Name ist Shaden Rogue. Cool. Hä? Das müssen wir angucken, Jungs. Wusste ich gar nicht. Cool. Wieso haben wir das nie geguckt? Die wild, muss ich sagen. Ja, Alibaba, aber wenn deine Rechtschreibung mindestens so wild wäre wie sie, hättest du nicht so viel Rechtschreibfehler in deinem Satz, Digga. So, ja, dann gucken wir erstmal das, würde ich sagen. Das ist wichtiger. Mein Name ist Shaden Rogue. Vor 2 Jahren habe ich mein eigenes Business gegründet. Verliebt. Und bin in die Branche eingestiegen. Verliebt. Seitdem bin ich auch international bekannt mit meinen Videos. Verliebt. Die ich alle in Eigenregie umsetze. Verliebt. Ja, Chat, heute reagieren wir auf ein Video mit Shaden Rogue. Ich wusste gar nicht, dass das... Haben wir schon gar nicht geguckt, Digga. Deswegen, ja, gehen wir mal rein. Hallo, Shaden. Hallo. Johannes R. hat sich gefragt, wie kamst du dazu, Pornos zu drehen? Ich war schon immer sehr, sehr offen, allgemein mit meiner Sexualität. Ich wusste früh, was ich wollte, habe mich gerne ausgelebt. Und irgendwann kam es dazu, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, dass ich meinen derzeitigen Freund kennengelernt habe. Junge. Da wir schon gleiche Interessen hatten, hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass wir auf eine dazu entschlossen haben, erst mal mit Webcam anzufangen, dann mit Videos. Und so hat das gestartet. Jetzt habe ich ganz viel Spaß dabei und mache das aus Leidenschaft. Das ist themengedribbelt. Interessiert, wie viel Geld verdienst du im Monat damit? Ist verständlich, glaube ich, dass ich nicht sagen möchte, wie viel ich verdiene, zumal es auch von Darsteller zu Darstellerin anders ist. Schade. Und ich glaube, wenn ich jetzt Betrag X nennen würde, dann würden sich viele daran messen. Also wenn ich schätzen müsste, wie viel Simon verdient, Bro, so zu ihrer höchsten Zeit, würde ich schätzen so 50.000. Ist das viel? Ja, vielleicht auch weniger. 5.000 ist schon sehr viel. Vielleicht 30, 40.000. Obwohl, nee, so mit ganzen Fanseiten und so, vielleicht 50.000 denke ich schon, Digga. Ich denke schon 50.000 im Monat. Also Jungs, ihr müsst überlegen, es gibt Monate, da mache ich auch 50.000, weißt du? Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, du machst das und das und verdienst so und so viel. Das ist immer individuell. Ich kann sagen, ich versuche... Lass mal dieses scheiß Video laufen. Koray, lutsch einfach mal einen scheiß Wie ist damit? Nee, möchtest du nicht? Tja, haben wir beide was gemeinsam. Ich versuche mich jeden Monat zu steigern. Einfach, weil es mir auch Spaß macht und weil ich einen gewissen Ansporn an mir selbst habe. Aber wenn ich grundsätzlich, theoretisch gesehen, nur 2.000 Euro im Monat machen würde, dann könnte ich auch davon leben, wenn ich es richtig einteile. Deswegen, das muss jeder Boden geblieben, für sich oder? Selbst wissen, wie viel genug ist. Timo Schreiber hat sich gefragt, sind deine Orgasmen in den Pornos echt? Safe. Ich habe nicht so oft Orgasmen, aber wenn ich einen habe, dann ist er echt. Ja, ich habe nicht so viel davon. Das irgendwie eine ehrliche Seele zu faken, zumal ich habe das auch noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das authentisch rüberkommen würde. Ben Kehl möchte wissen, was war dein größter Fail bei einem Videodreh? Ich kenne die Antwort, und zwar die Antwort ist original, pass auf Jungs, dass ich mich nicht für Kevin Bongers aka Orange Morange entschieden habe. Als Fail könnte man vielleicht bezeichnen, dass wir gar nicht so viel Videomaterial hatten. Knapp daneben, auch vorbei. Mist. Ja, sehr erregt war und dann schon viel, viel zu früh gekommen ist. Ah doch, da redet sie von mir, Digga. Ja, jetzt ist raus. Danach aber auch nicht nochmal konnte und dann ja, das Ding gelaufen. Das bin ich, Leute. Aber ja, sie redet über mich. Halt manchmal so, wir haben das Material genommen, was wir hatten. Und es haben... Waren die schönsten 20 Sekunden meines Lebens, sag ich ehrlich. Sich die Leute trotzdem daran erfreuen können. Lea S. interessiert. Schaust du deine eigenen Pornos selbst? Ich schaue sie selbst, wenn ich sie schneide. Ich schaue sie, um zu schauen, was könnte ich besser machen? Was für ein Gefühl hatte ich zu welchem Zeitpunkt? Und kam das genauso rüber, wie ich es rüberbringen wollte? Um einfach zu schauen, was kann ich besser machen? War das authentisch? Sah es vielleicht sogar... Ey, Chat, wisst ihr, was ich wirklich lustig finde? Ich werde die ganze Zeit... Also, ist euch mal aufgefallen? Ich glaube... Ich werde abgehört, Digga, weil das Ding ist, seitdem wir diese Dings gucken, diese Hausparty-Geschichten und so, ne? Überall wird mir irgendwie Shaden Rogue vorgeschlagen. Letztens das Tim Gabel-Interview. Und heute wollen wir eigentlich das hier gucken, dieses Frage an non-binäre Person. Ich denke mir so, komm, wir checken mal so ab, was wir alles verpasst haben. Und dann scroll ich einmal runter, Digga. Und ich sehe so, hä, warte mal.
Da ist ja auch noch ein Video. Das ist ja, das ist Google. Das sagt dir echt, ja, Google weiß einfach, was dir im Leben wichtig ist und schlägt dir es einfach die ganze Zeit vor. Sogar schlimmer aus oder schmerzhafter aus, als es war, obwohl ich nicht wirklich Schmerzen habe. Aber um mich praktisch selbst zu befriedigen, schaue ich nicht meine Videos, nein. Schaust du generell andere Videos? Ja. Bisschen die Konkurrenz abchecken, Bro. The Butt Dude richtig. Hat sich gefragt, was sagen deine... Komisch, bei mir wird Eichelpilzcreme vorgeschlagen. Ja, Caro, ne, da würde ich mir Gedanken machen. Eltern zu deinem Beruf. Die waren immer schon sehr offen, deshalb war es auch nicht so ein Riesending, das zu erklären. Aber es braucht dann trotzdem so ein bisschen, bis die verstehen, dass ich das wirklich aus Liebe und Leidenschaft mache und dass mir das wirklich Spaß macht. Keine Phase ist, von wegen die... Ab jetzt rede ich nur noch von willigen Milfs. Aus und dann, weiß nicht, macht sie wieder... Nee, warum ist meine Community so, Digga? Warum ist meine Community so? Die gemerkt haben, dass ich das wirklich auch aus freien Stücken mache, weil die Branche schon so ein bisschen verpönt ist immer noch, sind die da auch nochmal deutlich Kampfsocke offener in der Frage geworden. Sexy und aus. Fragen dann nochmal. Meine Mom guckt meine Interviews, nicht meine Videos und freut sich dann immer ganz doll und sagt, die ist super stolz, dass ich einfach selbsterfüllt lebe. Und wie gehen deine Freunde damit um? Bei denen war das noch viel entspannter. Ich glaube, die meisten, die waren nicht mal überrascht, weil ich habe das Gefühl, das hat man halt irgendwann einfach kommen sehen. Aber ja, es war super entspannt. Die haben sich alle gefreut. Warum hat sie gelacht bei kommen sehen? Das hat man halt irgendwann einfach kommen sehen. Achso, ich dachte, sie hätte gelacht wegen kommen sehen. Man hätte es kommen sehen. Aber ja, es war super entspannt. Die haben sich alle gefreut, haben gesagt, so mach dein Ding, ich unterstütze dich, stehe hinter dir. Mahoney schreibt, wenn man gefühlt Schäden schaut, bekommt man schon vom Ansehen Orgasmus. Orgasmen, also Mahoney, ich weiß nicht, wovon du redest. Also, ja, okay. Ist jetzt nicht so cool, ne, dass du, ja, okay. Und am Ende okay. Sind einfach alle glücklich, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Cool. Getut interessiert, hast du verschiedene Drehpartner oder einen festen? Grundsätzlich. Also ich habe jetzt schon so viele Interviews gesehen, Bruder. Ich sag dir ehrlich, die Frage kenne ich mir dabei selber beantworten. Ich habe erstmal einen festen. Das ist mein Verlobter. Genau. Und ich bin aber nicht abgeneigt, mit anderen zu drehen. Wie sich aber herausgestellt hat, ist oftmals etwas schwierig, weil die Leute, die verstehen nicht, Verlobter. Jungs, entspannt euch. Das Video ist von 21. Alles gut. Die Aktiven hier, ja, als wir das Interview von Jonas Enns gesehen haben, genau Jungs, safe, nicht mehr. Ja, das ist halt trotzdem für mich, für mir macht das Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit und deswegen kann ich mich nicht im Vorfeld 1,5-2 Stunden mit denen hinsetzen, erstmal kennenlernen und dann getreu dem Motto, ja, ich probiere das mal aus, mal gucken, wie es wird, da was drehen und ich brauche selbstverständlich auch einen unterschriebenen Vertrag. Amodi, danke für 6 Euro Spende, keine Nachricht. Und Justin92, danke für den neuen. Daran geht, dass die Anonymität des Darstellers, also dem Mann, den ich gewählt habe, nicht mehr so ganz da ist. Springen auch viele ab oder sagen zu, kommen dann gar nicht. Deswegen ist es schwierig, jemanden zu finden, der einfach zuverlässig ist und der das auch so umsetzt, wie man selbst das haben möchte. Tracky hat sich gefragt, unterscheidet sich dein privates Sexleben von deinem Beruf? Panic Achi und Rico, danke für 19 Monate und Sie, Ralf, FN, danke für 2 Monate, Risa Bro. Ich bin vor einer Kamera. Ich versuche natürlich schon darauf zu achten, wie sehe ich aus, wie hört es sich an, was ich mache. Und privat ist es noch ein bisschen anders. Da guckst du im besten Fall deinen Partner an oder, weiß nicht, bist in irgendwelchen Positionen, wo du den Partner nicht im Blick hast. Und dann musst du da nicht so sehr darauf achten. Und ich würde sagen, bei mir im Privatleben geht es noch ein bisschen härter zu. Und das hat einfach was damit zu tun, dass verschiedene Sachen... Was für einen Tee machst du dir? ...auf manchen Plattformen einfach nicht erlaubt sind oder ab einem gewissen Härtegrad nicht mehr erlaubt sind. Das ist dann natürlich zu Hause in den eigenen 4 Wänden ein bisschen entspannter, weil da geht es darum, dass der Partner weiß, was mir gefällt, dass ich weiß, was meinem Partner gefällt und nicht, was gegebenenfalls irgendwelche User denken, wie es mir dabei geht, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Tactical hat sich gefragt, lebst du privat mono oder polygam? Ich bin nicht in einer geschlossenen Beziehung, ich bin in einer offenen Beziehung, aber ich würde nicht sagen polygam, weil es ist rein körperlich, ist es offen, wir können beide machen,
was wir möchten, solange es ehrlich ist und rein emotional ist, aber schon monogam, weil wir uns halt ja einfach lieben und bestimmte Sachen möchte ich einfach mit meinem Partner teilen und nicht mit irgendwem anders. Deswegen körperlich offen, rein emotional geschlossen. Jani Santana möchte wissen, musstest du einen Dreh schon mal abbrechen? Tatsächlich schon, aber nicht, weil irgendwas nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich war einfach an dem Tag ja einfach nicht so gut drauf und hatte dann keine Lust, da irgendwie was hinzuklatschen, was am Ende nicht authentisch ist und wo ich mir selbst angesehen hätte, dass ich ja nicht so gut drauf bin. Aber das macht nichts. Dann lässt man es halt den Tag und versucht es an einem neuen Tag. Moritz hat sich gefragt, suchst du dir komplett selbst aus? Kennst du nicht TV? 2 Euro-Spende. Wann kommt guter Content? Ja, kennst du nicht. Wie gesagt, da ich dich als Vorbild genommen habe, fällt es mir schwer, guten Content zu bringen, da ich bei dir halt nur Scheiße sehe. Und ich versuche halt immer noch mein Bestes, ne? Und jetzt rein von den Zuschauerzahlen her bin ich da auf jeden Fall weit von dir. Bin ich hier weit überlegen. Dementsprechend glaube ich, dass mein Content immer noch besser ist als deiner. Was du drehst. Ja, ich habe kein Management, was mir auch ganz wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass mir irgendwer vorschreibt, wie oft ich was drehen muss. Und deswegen, ich mache alles selbst. Ich schreibe meine Nachrichten selbst. Ich schneide die Videos. Ich mach einfach alles alleine und bin sehr froh, dass ich mir das auch selbst aussuchen kann, was ich wann wie mache. Weil ansonsten hätte das, glaube ich, schon einen großen Aspekt von, ich muss jetzt arbeiten und nicht, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Zinken möchte wissen, wie wichtig ist sexuelle Selbstbestimmung in der Branche? Zing, Alter. Ich für meinen Teil, ich finde es sehr wichtig, weil ich möchte natürlich auch nur das tun, womit ich mich wohlfühle. Und wenn ich einfach nicht zwei Sch in meinem Arsch haben möchte, dann gehe ich natürlich auch nicht irgendwo hin, wo ich genau das machen muss. Aber ich muss gestehen, wenn man bei einer Produktion ist, wenn man für eine Produktion angefragt wird, dann gibt es natürlich Verträge, die man unterschreibt. Und wenn in dem Vertrag das und das drinsteht, dann wird natürlich in dem Moment die Dienstleistung gekauft und dann musst du als Darstellerin oder auch als Darsteller musst du einfach abliefern und kannst dann nicht sagen, ja, jetzt will ich irgendwie doch nicht. Es ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und ich glaube, wenn man seine eigenen Prinzipien hat, dann kann man durchaus Moin, Kollegs, ne? selbstbestimmt leben. Love Lynn hat sich gefragt, wie beurteilst du die Rolle der Frau in der Industrie? Ja, ohne Frauen läuft es einfach nicht. Das kann man einfach so sagen, wie es ist. Das ist sehr durch Das Frauen Monster bestimmt. MT20, Dankeschön für 14 Und es Monate mit gibt Prime. auch Und viele Justin, danke für Frauen, die 6 in der Monate Regie Gold. sitzen. Das wird man wahrscheinlich gar nicht so glauben, aber es ist tatsächlich wahr. Ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich mache alles in Eigenregie und das, weil ich das möchte. Jerko schreibt doch, Mann mit Mann geht auch. Wie gesagt, Jerko, ich kann jetzt nicht zu so sagen, da ich mich da nicht in dieser Branche auskenne, Mann mit Mann. Aber schön, dass Sie hier einen Experten im Chat diesbezüglich haben. Drehe das, was ich möchte. Und wenn ich zu irgendwelchen Produktionen gehe, dann würde ich mir selbstverständlich im Vorfeld Videos anschauen und schauen, ob mir das gefällt, was sie machen. Und wenn es mir Dann gefällt, neun dann Satz, lese ich den sieben. Vertrag Erste durch, Monate, Bro. weiß, was Danke, gemacht Mann. wird. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich da nicht hin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich kein Management habe, weil ich das alles gerne selbst machen möchte. Ist gut. Larry LaLocca hat sich gefragt, was sagst du zu den kritischen Stimmen aus dieser Branche? Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach alles so hinnimmt und sagt, ja, das ist jetzt so, sondern dass man schon Kritik ausübt, aber ich finde, man sollte schon ziemlich hinterfragen, bevor man einfach irgendein Statement setzt. In letzter Zeit sind schon doch einige ausgestiegen, auch im letzten Jahr, und haben dann gesagt, es. Ja, ich bin seit Anfang Januar auch Aussteiger, kann man sagen. Da ich ja jetzt seit Anfang Januar, Jungs, wisst ihr, keine kein da Caro einmal reingeschissen hat im Januar und ich auch. Ihr wisst ja, also wenn man einmal reinscheißt, 100 Euro, beim zweiten mal 200, beim dritten 400, beim vierten 800, immer das Doppelte, irgendwann bis 2600. Deswegen, also es ist immer nur von Monat zu Monat, ne? Deswegen, ja, ist auf jeden Fall gute Motivation. Und ihr habt beide gleichzeitig reingeschissen. Gerko, du guckst zu viele von diesen Filmen, von diesen Mann- und Mann-Filmen, Digi. Es war alles ganz fürchterlich, das hat mich ganz kaputt gemacht. Es ist natürlich so,
wenn man sich mit der Person selbst beschäftigt und die Person schon im Vorfeld relativ offenbar mit dem, wer sie ist, dann kann man ganz schnell rausfinden, dass einige schon im Vorfeld halt psychisch erkrankt waren, Depressionen haben, manische Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es dann schwierig zu sagen, dass das Business ist das Böse, weil ich zum Beispiel, ich bin eine gesunde junge Frau, ich bin auch mental sehr, sehr stark, ich kann einiges wegstecken und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich absolut weiß, was ich möchte. Und wenn ich morgen sagen würde, ich steige aus, dann hätte ich damit auch keinerlei Probleme. Ich würde alle meine Profile löschen, würde mich verabschieden und dann wäre es auch gut. So, es käme dann nichts mehr, was. Ich frage mich, ob sie das. Ich habe damals bei der Polizei habe ich gelernt, wie man Präsentationen hält, dass man nicht einfach seine Arme so runterhängen lassen soll, sondern immer so vor sich irgendwie so und dann kann man so gestikulieren und so. Und ich frage mich, ob sie das gelernt hat, ob sie es so intuitiv einfach Was mich ihre irgendwie. Hände die ganze Zeit so hält. Manu et in interessiert, wo sind deine eigenen Grenzen? Wenn man rein vom Film ausgeht, sind meine Grenzen da, wo die Guidelines der Seiten sind. Bedeutet, wenn Kotzen, Urin, Fäkalien verboten sind, dann werde ich mich daran halten und mich nicht darüber beschweren. Im Privaten sind meine Grenzen einfach, wenn jemand denkt, nur weil ich jetzt Shane Rogue bin, wenn es eine Person ist, mit der ich schlafe und die ich nicht so gut kenne und die mich nur aus den Videos kennt, denkt, der kann jetzt mit mir machen, was er will, weil er hat es ja gesehen, wie man mit mir umgehen kann. Dann ist einfach, das ist, ich finde es einfach schwierig, wenn man da die Grenzen überschreitet und dann muss ich auch nicht jedes Mal sagen, okay, das ist jetzt zu dolle und Ich würde bei niemandem bei mir zu über die Hause Grenzen auch. steigen, außer bei James Charles. Hä? Du bist doch ein Typ, Bro. James Charles, wer ist das? Fühl dich, Bruder. Fühl dich. Alles, was mit Code, Fäkalien ist, da bin ich definitiv auch raus und auch alles, was grundsätzlich illegal ist. Aber ansonsten bin ich schon ziemlich offen und probiere auch vieles gerne aus, was nicht bedeutet, dass ich das im Nachhinein dann so weiterführe. Aber ja. Inside the Weird Box hat sich gefragt, was würdest du an der Pornoindustrie verändern? Ich würde daran verändern, dass nicht nur immer darauf geleuchtet wird, dass es den Frauen ja so schlecht geht, weil das ist de facto einfach nicht Ist echt so, was ist denn mit den Männern, Bruder? Vielleicht geht es ja auch den Männern schlecht. Wobei ich das eher bezweifle. so. Aber keiner denkt an die Man Männer. weiß nicht, oder die meisten wissen nicht, was die Männer erleiden, weil die einfach nicht darüber reden und weil die es nicht als schlimm empfinden. Aber wenn man dann schon sieht, zum einen die Verhältnismäßigkeit vom Geld. Die Darstellerin kriegt zum Beispiel 3.000 Euro, dann kriegt der Darsteller nur 300. Das geht wirklich gar nicht. Wir müssen jetzt hier den Männismus vorantreiben. Mehr Gleichberechtigung im Job. Die Männer verdienen zu wenig. Das muss gleich sein. Das kann doch gleich. Ich fordere Gleichberechtigung. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fordere Gleichberechtigung. Das kann doch nicht wahr sein. Obwohl die beide ja super aktiv sind und während sie halt den einen Dreh am ganzen Tag hat, muss er dann vielleicht noch 3, 4, 5 Mal ran mit einer anderen Person. Und ich habe oftmals das Gefühl, wenn man das so sagt, dann bekomme ich als Antwort, ja, aber das, der Mann, der macht das ja freiwillig so, wenn der halt den ganzen Tag ficken will, dann ist das ja okay. Aber es ist trotzdem durchaus Arbeit und da habe ich das Gefühl, es wird einerseits nicht so richtig wertgeschätzt, weil es auch als Mann super schwer ist, da irgendwie in die Pornobranche einzusteigen, wenn man halt keinen schwulen Content. Oder ich schwöre auf alles, es gab mal eine Phase in meinem Leben, da keine Ahnung, Digga, da war ich vielleicht 17 oder 18, irgendwie so in der Area, wo ich einfach auch kein Cash, ich komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Und dann dachte ich mir, da war ich so ein Notgeil, Digga, dann dachte ich mir so, ey, ich werde einfach Darsteller. Und ich schwöre, ich habe so gegoogelt,
wie man da anfängt und wie man da reinkommt. Dann habe ich so ein paar Seiten angeguckt und habe ich irgendwie gelesen, wie wenig man als Typ verdient. Da dachte ich mir so, nee, komm, scheiß drauf, ey, mach ich nicht. Mach ich auch, muss ich doch irgendwo arbeiten gehen. Aber ey, ich wollte auch echt nicht mit dem Geld machen. Ich wollte einfach nur kostenlos, Digga. Liefert, weil der Markt einfach nicht so groß ist. Und ich finde, die Frau, die wird oftmals ein bisschen zu sehr Eye-Tracker machen, bemitleidet. Bro. Was soll ich hier denn einen Eye-Tracker machen, Digga? Ich gucke original hier, 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 hier hin. Der Rest ist langweilig. Also, da brauchst du keinen Eye-Tracker. Ich gucke halt hier hin, dahin, 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 hier überall. Obwohl das oftmals gar nicht der Fall ist. Ihr wisst es nicht, aber es gibt super, super viele, die drehen einfach nur mit ihrem Mann, Freund zu Hause und da ist der Pizzabote nicht der Pizzabote, sondern tatsächlich der Freund und das ist immer der Freund, das ist absolut okay. Das habe ich mal gesehen oder so, Aber Digga. ja, Den die Ausschnitt machen vielleicht das bei schon TikTok so, oder so, wie sie keine es Ahnung. gerne machen wollen und deswegen, das ist, glaube ich, das, was ich ändern würde. Uns geht es nicht schlecht. Lydia T. möchte wissen, hast du Ziele für die Zukunft? Ich möchte bisher so weitermachen, wie ich das Ganze gestartet habe. Ich möchte weiterhin mit Freude dabei sein. Ich möchte mich weiterhin ausleben, noch verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist nicht direkt ein Ziel von mir, aber momentan gibt es einige Probleme mit verschiedenen Seiten, weil die verklagt werden. Und das ist auch was mir persönlich ein bisschen wehtut, weil ich werde dadurch in meiner Arbeit ziemlich eingeschränkt und kann dagegen nicht mehr was machen, muss das dann mit anderen Seiten ausgleichen. Und das ist alles okay, dass man vorsichtig ist, aber am Ende bin ich halt diejenige, die oder auch andere Mädchen, die dadurch immens eingeschränkt werden und denen die Arbeit, die wir eigentlich gerne machen. Also da frage ich mich wirklich, welcher Rechtsanwalt auf dieser Welt verklagt einfach irgendwelche Seiten? Das ist echt, kann ich nicht ausdenken, wirklich. Grauenvoll. Erschwert wird. Möchtest du das für immer machen? Ich habe auf jeden Fall nicht vor, jetzt in nächster Zeit aufzuhören. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Vielleicht ergibt sich irgendwann irgendwas anderes, wo ich mir denke, okay, jetzt pausiere ich für ein paar Jahre und steige dann aber nochmal ein, wenn ich irgendwie, weiß nicht, 45 bin und nochmal Lust drauf habe. Aber grundsätzlich ist für mich der Plan, dass ich das schon sehr lange machen will und so wie es aussieht, werde ich es auch tun. Ja, wichtiges und richtiges Später, Video. es ist Freitag, wieder mit den Homies unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gibt ein Krapper Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Homies unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad.